Aber ich freue mich sehr über die Einladung. Und ja, als ich das Thema gesehen habe, die Frage sozusagen, gehört informatische Bildung denn zur Allgemeinbildung? Da war die Antwort ganz klar, selbstverständlich gehört sie dazu. Jetzt ist eben nur die Frage sozusagen, wie konkretisiert sich das und wie schaffen wir auch die Rahmenbedingungen dafür, dass das überhaupt gelingen kann. Deswegen haben wir im Ministerium im Prinzip drei Handlungsfelder konkretisiert. Also zum einen im Prinzip das Handlungsfeld, wo es eben um die Kompetenzen geht. Da stelle ich gleich den Kompetenzrahmen vor. Da ist auch natürlich das Thema dann einer informatischen Grundbildung, wie wir es nennen, verortet. Und das zweite Handlungsfeld ist eben dieses, das Ganze kann ja nicht funktionieren, ohne dass, wenn man definiert hat, was gelernt werden soll, dass dann eben auch eine entsprechende Qualifizierung der Lehrkräfte stattfinden muss, sonst kann das nicht gelingen. Und das dritte Handlungsfeld, alles das kann nicht funktionieren, wenn nicht eben entsprechend auch für eine Ausstattung gesorgt wird, für Glasfaser, für performantes WLAN und die Bedingungen dafür geschaffen sind, dass es überhaupt technisch funktioniert und auch daran gearbeitet wird, dass wir eben weitere digitale Werkzeuge eben wie zentrale Plattformen entwickeln. Dies alles möchte ich im Folgenden vorstellen. Zunächst zu dem Handlungsfeld 1. Also wir hatten vorhin ja schon von der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt gesprochen. Und in dem Zusammenhang sprechen wir sozusagen in NRW davon, von Anwendungskompetenzen, die wir dort verortet haben, von Medienkompetenz und eben von einer informatischen Grundbildung. Und in dem Zusammenhang ist auch in Zusammenarbeit mit Frau Professor Eickelmann der Medienkompetenzrahmen NRW entstanden. Der Medienkompetenzrahmen NRW ist eben entsprechend Grundlage für die Entwicklung der Lehrpläne, also im Prinzip aller Lehrpläne. Ich möchte auch den Medienkompetenzrahmen deswegen herausstellen, weil er ja letztendlich eine Orientierung, eine rote Linie sozusagen darstellt, dass man wirklich sagt, das ist jetzt wirklich verbindlich. War ja lange die Frage, ist das jetzt verbindlich? Selbstverständlich. Gab es eben auch entsprechende Schulmails dazu. Er ist eben verbindlich einerseits für die Erarbeitung aller Lehrpläne. Und wenn hier steht Primarstufe und Sekundarstufe 1, möchte ich vielleicht noch ergänzen. Und für die Berufskolleg ist ja selbstverständlich auch in der Eingangsdiagnostik ein sozusagen Tool, das genutzt wird, zu schauen sozusagen, wie kann man jetzt auch, also wo kommen die Schüler an? Und es ist auch weiterhin ein Tool, das dafür dient, die Bildungsgänge des Berufskollegs weiter zu konkretisieren, wo es ja sehr komplexe Ausschärfungen geben muss von Kompetenzen, von Anwendungs-Know-how, wie Sie es nennen, von informatischer Bildung und eben entsprechend von Medienkompetenzen, die natürlich auch in den Bildungsgängen entsprechend ausdifferenziert werden müssen. Und weiterhin, und ich denke auch sehr wichtig zum jetzigen Zeitpunkt, wo ja die Lehrpläne noch nicht da sind, bildet der Medienkompetenzrahmen eben auch die Grundlage für die schulischen Medienkonzepte und die Vorgaben für die Schulen sind, dass bis zum Ende des Schuljahres 2020 die Medienkonzepte verbindlich überarbeitet sein müssen. Das vielleicht schon vorab an dieser Stelle, da lassen wir natürlich die Schulen auch nicht im Regen stehen, weil wir ein differenziertes Unterstützungssystem sukzessive ausbauen, das die Schulen dabei unterstützt, dieses Medienkonzept auch entsprechend erstellen zu können. Ja, zum Medienkompetenzrahmen. Ich denke, viele von Ihnen haben diesen Medienkompetenzrahmen schon wahrgenommen. Ich habe jetzt einfach mal notiert, die beiden oder herausgehoben, rot umrandet, die beiden Bereiche, die für uns hier interessant sind, für unsere Fragestellung, nämlich den Bereich Bedienen und Anwenden, wo ich jetzt, sagen wir mal, Teile einer informatischen Bildung verorte. Und wo Anwendungskompetenzen, Sie kennen ja die Situation, ein Fach Informatik wird unterrichtet in der im Differenzierungskurs. Und natürlich ist die Frage, weil nirgendwo systematisch bestimmte Programmtypen, Standardanwendungen beigebracht worden sind, da fällt das natürlich alles ins Fach Informatik rein. Das ist auch die Frage sozusagen, was übernimmt eigentlich wer im System am Ende. So, und natürlich das Feld Problemlösen und Modellieren. Da haben wir sehr viel Zeit und Energie investiert in Nordrhein-Westfalen, da rein zu sagen, wie können wir das nennen? Und ich würde behaupten, Frau Professor Eickelmann nickt auch, dass wir versucht haben, das auszuschärfen, also auch nochmal deutlich herauszustellen, worum es geht, im Gegensatz zu der KMK-Strategie. Dass das natürlich am Ende, ich sage jetzt mal, kein komplettes Curriculum darstellt, sondern nur in Anführungsstrichen vier Kompetenzen, die hier formuliert sind, mag einem vielleicht in diesem Kontext als wenig erscheinen,
Aber wie gesagt, ich möchte nochmal betonen an der Stelle, ich denke, dass jetzt gerade im Bereich 6.3 eine gewisse Grundlage von Informatik überhaupt definiert worden ist. Und das war uns auch sehr wichtig. Und da gehe ich gleich nochmal explizit darauf ein, die Kompetenz 6.4, da würde ich sagen, das haben wir auch im Vorrednervortrag gehört, die ethische Komponente, zu der wir, glaube ich, auch gleich auch noch mehr hören werden. Also wenn Gesellschaft so grundlegend transformiert wird, dann müssen wir eben auch entsprechend in der Bildung Grundlagen dafür schaffen, dass das verbindlich reflektiert werden kann durch unsere Schüler. Also auch durch die Lehrkräfte, aber vor allem auch durch die Schüler. Wenn ich gleich Beispiele zu bringen, auf was man da achten muss. Weil das ist etwas, das findet sich in dem KMK-Papier nicht. Und da behaupte ich jetzt als Vertreter jetzt fürs Schulministerium, da sind wir auch stolz darauf, dass wir diese Komponente ausgeschärft haben im Gegensatz zu allen anderen Ländern. Das war uns besonders wichtig, das durfte auf gar keinen Fall fehlen. Da steckt Herzblut hinter. Ja, genannt sein sind noch die Spalten 2 bis 4. Das ist das, was ich so definieren würde als so der Kern von Medienkompetenz, der hier verortet ist. Also nicht, dass die anderen nicht zum Bereich Medienkompetenzen gehören, aber der soll genannt werden, aber ich möchte jetzt schwerpunktmäßig auf die anderen Bereiche eingehen. Wir hatten ja schon vorhin gehört, Anwendung, also sprich digitale Werkzeuge. Es ist natürlich ganz wichtig, dass digitale Werkzeuge, also sprich Standardanwendungen, sprich weitere Anwendungen, reflektiert eingesetzt werden können. Und wir gehen einen etwas anderen Weg, als wir es vorhin gehört haben, nämlich sozusagen der Impuls in Richtung auch der Lehrplankommission. Und der Wunsch wäre, dass man nicht sagt, klassischerweise Kunst macht Bildbearbeitung und Musik macht Audiobearbeitung und Deutsch macht Textverarbeitung und, sondern dass man schaut, dass im fachlichen Zusammenhang sozusagen, dass man einen gewissen Funktionsumfang sozusagen definiert und eben schaut sozusagen, dass im fachlichen Zusammenhang alle Fächer dazu beitragen müssen, eben durch ihre besondere Perspektivität dazu beizutragen, eben dass keiner die Sekundarstufe 1 verlässt, ohne gewisse Standardanwendungen auch systematisch zu beherrschen. Und vielleicht noch als Beispiele für, ohne Vollständigkeit, für, also neben diesen eben schon genannten Standardprogrammtypen, gibt es ja eine erhebliche Zahl an weiteren, an weiteren Instrumenten, die es auch gilt, systematisch einzusetzen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Ja, Problemlösen und Modellieren. Also wie gesagt, hier sehe ich sozusagen informatische Grundbildung elementar in dem Kompetenzrahmen verortet. Und wenn man sich die einzelnen Bereiche eben entsprechend anschaut, Prinzipien der digitalen Welt so unmittelbar übernommen von der KMK eben entsprechend, ja, es geht letztendlich um die Fragestellung sozusagen, was sind denn die grundlegenden Prinzipien und Funktionsweisen, die man kennen muss, um überhaupt den Bereich, also das, was uns als Digitalisierung begegnet sozusagen, überhaupt durchdringen zu können. Das gilt es auch sicherlich noch im Konkreten dann weiter auszuschärfen. Ja, der zentrale Bereich Algorithmen erkennen, also im Prinzip der analytische Zugang eben auf entsprechend Algorithmen. Der Bereich Modellieren und Programmieren, wie gesagt, im Kern das, was ja in Informatik so von zentraler Bedeutung ist, wie gesagt, klar definiert, dass das ein Auftrag ist, der wichtig genommen wird und der zentral in alle Lehrpläne hineinkommt und der zentral in allen Medienkonzepten sich widerspiegeln muss, verbindlich. Und eben der Bereich Bedeutung von Algorithmen. Ich sprach ja eben auch schon davon, es geht eben darum, gesellschaftlich ethische Entscheidungen zu treffen und eben entsprechend hier zu reflektieren. Und da sehe ich einerseits natürlich die Chancen. Ich habe ein paar Beispiele in dem Zusammenhang aufgeführt. Ich denke, ich schließe mich dem Vorredner an. Natürlich der Bereich der künstlichen Intelligenz. Als ich einen Impuls gegeben hatte in Richtung der Lehrplanmacher, gab es sogar Zwischenapplaus an der Stelle. Das heißt also grundsätzlich ist dieses Thema also durchaus im Bewusstsein angelangt, dass das eines der zentralen Zukunftsthemen ist. Und da müssen wir unbedingt sehen, dass das in das Bildungssystem integriert werden muss. Und ich denke, man muss es zweigeteilt sehen. Es gibt die Chancen. Vielleicht gehe ich hier nur auf das erste Beispiel ein. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Ein Beispiel, was ich da immer sehr schön finde, ist eben das Beispiel Hautkrebserkennung.
Also das heißt, es gibt ja mittlerweile Maschinen, die Hautkrebs besser erkennen, als es da ein Arzt tut. Ja, also wo künstliche Intelligenz durch Sensorik, durch Tiefen-Scans sehr viel besser und eindeutiger sagen kann, um was handelt es sich hier. Ja, und das ist unter Einsatz von künstlicher Intelligenz. So, natürlich gibt es die andere Seite, ich habe hier als letztes aufgeführt, autonome Fahrzeuge eben entsprechend. Natürlich geht es auch darum, deswegen habe ich als erstes autonome Waffensysteme mal aufgeführt, um vielleicht extra ein Beispiel zu nehmen, was man nicht so oft hört, aber es gibt ja schon jetzt sozusagen zu Lande, zu Wasser und in der Luft Systeme, die dazu in der Lage sind, wenn wir das wollen würden, da gibt es ja einen Diskurs zu, auch bei der UNO, und Systeme, die jetzt schon dazu in der Lage sind, losgeschickt zu werden und theoretisch über Algorithmen selbstständige Entscheidungen zu treffen, ihre Ziele im Prinzip selbst zu suchen und zu eliminieren. So, und da muss ja irgendwo ein ethischer Diskurs stattfinden, was will man auf dem Bereich, in dem Bereich überhaupt. Die einen sagen, naja, also Kollateralschäden werden vermieden, und die anderen sagen, man kann diese ethische Entscheidung nicht einem Algorithmus sozusagen überlassen. Und das Gleiche gilt für diese ganzen Themen, die uns in unserem Bewusstsein sind, Thema Big Data, Thema Filterblasen, Thema Bots in Wahlkämpfen in verschiedensten Ländern, die im Einsatz sind. Das alles sind ja zentrale Themen, die auf jeden Fall im Bildungssystem ankommen müssen. Ja, zu diesem Medienkompetenzrahmen haben wir eben entsprechend auch also Beispielsammlungen aufgebaut, dieser Medienkompetenzrahmen NRW. Medienkompetenzrahmen.nrw, glaube ich, ist es, genau. Der ist eine zunächst mal Konkretisierung, eine Hilfe. Ich sprach ja vorhin von Hilfsangeboten seitens des Landes. Wie kann man das konkretisieren? An der Stelle auch die Einladung, hier sitzt ja viel Kompetenz in dem Bereich. Es wäre sehr schön, wenn dieser Kompetenzrahmen, gerade auch in der Spalte 1 und 6, befüllt werden würde mit sehr guten Ideen. Deswegen die herzliche Einladung an jeden, der hier sitzt, sich eben entsprechend auch an die Medienberatung, die Beispiele sammelt, die diesen Rahmen befüllt, zu wenden. Werde ich gleich noch einen Kontakt einblenden, kleiner Werbeblock, dass man eben schaut, dass die besten Beispiele im Land eben entsprechend auch gesammelt werden, weil hier findet der zentrale Zugriff für die Schulsysteme statt, für sehr gute Beispiele. Und wenn wir über das Thema reden, wie kann jetzt jenseits der Frage, wie muss ein Fach Informatik sozusagen im System verankert werden, für jede Fragestellung, wie muss das Fach Informatik verankert werden und wie muss auch in die Fächer hinein gewirkt werden, dass dort Informatik stattfinden kann, da sind ja viele Fragezeichen zurzeit noch. Und ich sage mal, keiner von uns hat die Globalantwort, aber wenn wir alle zusammen mal überlegen, sozusagen, wie kann das denn gehen und die besten Beispiele hier entsprechend einreichen, dann haben wir in kurzer Zeit auch einen Pool, der dafür sorgt, dass wir immer stärker die Vorstellung davon, wie das aussehen kann, ausdifferenzieren. Das ist die zentrale Stelle, auf die wir als Schulministerium entsprechend verweisen oder die wir dafür eingerichtet haben. Ja, wie gesagt, ein Pool von unterschiedlichen Unterrichtsmaterialien und ja, eben entsprechend, Sie finden eben auf der Seite medienkompetenzrahmen.nrw, der Link habe ich jetzt leider nicht, nehmen Sie bitte teil daran, wie gesagt, das wäre eine große Hilfe für uns alle. Ja, dann haben wir, dann fährt zurzeit eine Werkstatt durchs Land. Natürlich geht es nicht darum, dass das unsere Initiative ist, also das ist noch nicht der Block Fortbildung. Wir haben auch das Projekt Informatik an Grundschule zum Beispiel. Es gibt ja schon sehr viel, was in diesem Bereich gerade passiert. Und so haben wir eben auch als ein Beispiel, dass man überhaupt ins Gespräch darüber kommt, dass man überhaupt mal sieht an einer Grundschule, wie geht das. Natürlich fahren wir nicht alle ab mit einem Bus zunächst. Sondern es geht darum, dass hier, also einerseits mit Robotik gearbeitet wird, andererseits mit grafischen Programmierumgebungen, andererseits auch der Bereich Medienkompetenz sozusagen vorgestellt wird. Also gibt es Stop-Motion-Filme, da gibt es ein E-Book, das erstellt wird. Das ist eine solche Maßnahme. Fährt durch, wie gesagt, alle Schulamtsbezirke. Ich kürze das jetzt mal ab, aufgrund der Zeit. Kommen wir zu dem zweiten Handlungsfeld. Zwei letzten sind kürzer, aber noch kurz vorgestellt. Ganz klar, Lehrkräfte müssen qualifiziert werden. Es muss natürlich in Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, Schulleiterqualifizierung und der Schulaufsicht eben entsprechende Maßnahmen passieren. Genau. So, und in dem Zusammenhang ist hier vielleicht noch, also dass natürlich die Fortbildungsmoderatoren natürlich zukünftig alle auch mit diesen Kompetenzen im Kompetenzrahmen und darüber hinaus dem Kompetenzrahmen für Lehrkräfte
so nenne ich mal abgekürzt aufgrund der Zeit, versorgt werden müssen, ist ganz klar. Die müssen qualifiziert werden und Medienkoordinatoren bilden wir aus, weil wir sagen, aus der Erfahrung als Medienberater, man versucht alle Kölner Schulen, war früher, wie gesagt, im Kompetenzteam Köln, anzurufen, sie zu einer zentralen Maßnahme einzuladen, keiner zuständig dafür. Deswegen wollen wir einen beziehungsweise ein und mehrere qualifizieren dafür, diese ganzen Maßnahmen zu kennen und der Motor an Schulen zu sein und dort, ich nenne es pädagogischen Support, eben nicht technischen Support, pädagogischen Support zu gewährleisten. Drittes Handlungsfeld, das Wirtschaftsministerium bzw. die Landesregierung hat den Anspruch bis 2022, wir arbeiten recht eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, also Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium, bis 2022 soll jede Schule ans Gigabit-Netz angeschlossen werden. Ich sage gleich noch kurz was zu den Gigabit-Geschäftsstellen. Das sind diejenigen, die vor Ort sozusagen Beratungsleistungen für Schulträger anbieten. Und ja, zu dem Digitalpakt, der ist ja im Moment in Verhandlung, das Poli ist schon ein bisschen älter, und Logineo NRW ist die Plattform, die sozusagen zentral Basisfunktion zunächst mit Ausbauperspektive bieten soll, um die Frage abzukürzen. Ja, es funktioniert technisch mittlerweile, alles gut, läuft nach Plan. Letzten beiden Folien, schnell zusammengefasst. Ich sprach eben von den Unterstützungsstrukturen. 180 Medienberaterinnen und Medienberater, ich glaube, es sind mittlerweile sogar 190, kümmern sich um verschiedene Themen. Ihre wichtigsten Aufgaben derzeit sind die Medienkonzeptentwicklungsbegleitung, also nach der Vorgabe bis in anderthalb Jahren müssen alle das Medienkonzept haben. Sie machen eine Initialschulung Logineo NRW, sobald der Ausroll beginnt und sie kümmern sich um die Qualifizierung der Medienberater, hat auch damit zu tun, dass sich dann der Medienkoordinator vor Ort und der Medienberater, der für den Kreis zuständig ist, kennenlernen, schulformübergreifend angelegt, also BK sitzt zusammen mit Grundschule, man weiß zu wenig voneinander, das kann die Maßnahme auch in Angriff nehmen. Ja, und wie gesagt, zuletzt der Service Digitale Infrastruktur vom MWIDE eingerichtet, mit auch Pädagogen mit an Bord. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, also einerseits in Schule muss was stattfinden, andererseits haben wir aber auch eine Beratungsstruktur, also das machen die Medienberater auch, aber für den, sag mal, den Teil, den man anfasst, während die sozusagen dafür da sind, das zu tun, das WLAN zur Verfügung stellt. Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch diesen Service Digitale Infrastruktur für Schulen als Beratungsleistung für die Schulträger eingesetzt. Vielen Dank.